Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge des 22 auf dem PC auf der Murgrund. Ja, wir starten immer wieder eine neue Aufnahme. Müssen natürlich unsere ganzen Helfer in Gang setzen. Müssen, glaube ich, noch zwei Ballen vom Feld wegholen. Ne? Aber wie gesagt, die werden wir vielleicht sogar mit an den Hof nehmen. Ob wir die jetzt noch zwingend verkaufen, das weiß ich nicht. Das schauen wir mal. Ne? Ja, er war hier zurück von Schwaden. Genau, hier ist noch die Ballenpresse, die können wir natürlich erstmal zurückschicken, auch zum Hof. Es ist natürlich die Frage, ob wir denn unsere Felder, den Rest, ob wir das, wie gesagt, das Heu werden wir noch einsammeln. Auf Feld 1 machen wir ja noch Heu und theoretisch machen wir das andere Feld, machen wir auch schon Silageballen. Die können wir ruhig machen. Ich denke mal, wir haben dann erstmal auch genug Heu für uns, ne, das. Aber er fährt trotzdem erstmal hier zum Hof zurück und dann tun wir das Ganze nochmal alles neu zusammenordnen, dann irgendwie, ne? So, er ist natürlich schon fertig hier auf Feld 1. Genau so ist es. So, er muss jetzt runter zu unserem anderen Grasfeld und zwar die 20. Da schickt man mal einfach hin. Dort machen wir auch genauso wie hier erstmal. Ne, genau nicht. Wir wollen, wenn wir dort Ballen machen, wir müssen wir ja bloß. Erstmal das Mähwerk losschicken, ist dann die Frage, ob man ringsrum dann schon wieder wegsammelt. Das gucken wir mal. Ne? So, Feld 20. Hier steht noch die Sämaschine rum, die brauchen wir natürlich nicht mehr. Der hat seine Arbeit erledigt. Den können wir erstmal wegstellen. Jetzt weiß ich gar nicht, wollten wir mit dem großen Trecker irgendwas machen? Ach so, wir müssen mulchen. Ach so, gut, der ist auch nicht fertig mit Sammeln, ne? Der große Trecker bekommt dann den Mulcher. Wie gesagt, da werden wir auch schauen, wenn wir dort auf den Graswiesen natürlich schon durch das Mulchen wieder eine Wachstumsstufe bekommen, dann werden wir uns das Walzen sparen. Den lassen wir erstmal hier drin stehen. Ihn schickt man jetzt natürlich noch mal zu Feld 14 hier zurück, weil dort haben wir ja die Mission gemacht. So, und er ist natürlich gerade fertig gewesen. Jetzt weiß ich nicht. Wir werden das anders machen. Wir stellen ihn einfach nochmal hier aufs Feld drauf, stellen ihn ein, dann fährt er natürlich abfahren. Wenn er wird schon noch eine ganze Weile hier brauchen. Ja, das ist so. Also 23.000, das ist natürlich auch nicht der Welt, was er wegtransportiert. Ne? So, CP schalten wir ein und nächster Wegpunkt. Da findet er nachher auch zurück. So, dann müssten wir erstmal diejenigen wieder im Gang haben, die hier was tun müssen. Er braucht natürlich jetzt statt in Schwader und Heuwender. Ich weiß jetzt gar nicht, hat man den in der Halle gestellt oder hat man den irgendwo draußen stehen lassen? Genau, den hatte ich doch hier draußen stehen lassen. Wo auch der Frontrechen noch steht hier, ne? Weil da wurde mir ja schon öfters geschrieben, dass ich jemand verkaufen soll, welchen ich nicht benutze. Aber vielleicht lassen wir noch als Deko stehen, ne? So, den lassen wir hier draußen stehen. Wenn wir in die andere Richtung fahren, kommen wir auch an, ne?
meine, wir hätten noch unten rumfahren können. Wäre gegangen, ne? So, er kriegt ja einfach einen Kurs mit Vorgewende angefangen, entsprechende Überlappung rein und bei Vorgewende, wir fangen Vorgewende an, 20%, das lassen wir alles so. So, erster Wegpunkt. Ich hoffe mal, dass er nicht hängen bleibt. So, dann gucken wir noch mal hier unten was, und zwar hier wird gerade Heu entladen. Ja, ich hatte mir überlegt, ob ich die Hallen tausche. Das kann man ja immer noch machen, das spielt ja wirklich keine Rolle. So, ich wollte jetzt auch gucken, wie viel jetzt schon hier ist. Ach, 68.000 erst, das ist ja wirklich nicht viel. Na gut, nee. Wir lassen das da dabei. Er soll das weiter sammeln. Wir werden dann mit der Ballenpresse sofort anfangen, Silageballen zu pressen. Wenn wir überhaupt bis hinkommen, wenn die sich ja einig wären. Ne? Wer blockiert jetzt wen? Alle gegenseitig. Jetzt blockieren sich die anderen zwei oder was? Nee. Weil der Fan hat gewartet, weil er sicherlich hier eine blaue Linie blockiert hat oder sich beansprucht hat, ne? Würde ich jetzt vermuten. Meine Gülle in die Produktion zu bringen, das dürfte nichts, oder? Hat man die nicht schon hingebracht? Oder stand das ja auch noch auf dem Plan, Gülle zu fahren? Ja, 50.000 Liter sind noch da. Das müsste noch erledigt werden. Weil da könnte eigentlich einer hier fahren. Das könnte er machen hier, solange. Weil mit Mulchen kann er noch nicht gleich anfangen, ne? Meine Linien jetzt auszutauschen und gehe ich ins Mähwerk. Wie gesagt, der andere Klaas schafft ja das Mähwerk. Von daher müssen wir da auch nichts machen. So, zwei Touren kann er fahren. Und da wäre das wenigstens erledigt. Und zwar soll er sich beladen, Hoftiere, Kuhstall und Gülle. Da. Und das Ganze soll er natürlich liefern in der Produktion. Saatgutproduktion, Anlieferung. Und zweimal, viel mehr ist Gülle ist ja nicht drin. Ne? Den 25 kriegt er rein. 50.000 und 500 Liter sind drin. Das passt eigentlich perfekt. Ne? Ja, Reproduktion steht auch an, ne? Wie wir hier sehen, bei den Tieren. Also 70% haben wir es. Vergehen noch 3 Tage, aber da wird sich auch bald was tun. Oh, hier hängt noch eine Palette Erdbeeren in der Luft. Aber hier draußen standen ja schon wieder neue überall, ne? Naja, das müssen wir auch. Wie viel haben wir überhaupt jetzt hier schon drin? Bei den Erdbeeren haben wir schon 76.000, ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Meine, aktuell, glaube ich, verarbeiten wir sie noch nicht. Ne? Ist zwar da geplant, dass wir sie verarbeiten, das ist klar. Ne? Aber selbst wenn wir jetzt hier mal gucken,
Ah, jetzt habe ich das Wetter vergessen. Ah, ich glaube, das muss ich unbedingt nach der Folge hier machen. Dass ich den Mod mit drauf nehme, dass wir sofort sehen, wo wir was am besten verkaufen können. Ne? Vor allen Dingen, wo wir auch mal sehen, wie viel das ist an Geld. Ne? Wenn immerhin 35.000, grob geschätzt, ne, bei 576 haben wir. Beim Salat sieht es ein bisschen besser aus mit 21.000 und kriegen wir 1.700. Ne? Das ist eigentlich schon 1.800 am Supermarkt. Das könnte sich schon richtig lohnen. Ne? Mit den Tomaten ähnlich. Also 100.000 sind das auch. Ne? Also ganz so schlecht sieht das nicht aus mit unserer Planung hier. Plus das, was natürlich noch in Gewächshäusern drin ist. Ne? Weiß ich gar nicht, wie viel ist hier drin? 8.000 Liter, okay. 4.000 Euro. Hier sind nochmal drin, Salat nochmal. Gut, da ist nichts drin, außer das, was hier draußen steht. Ne? Das sind ja immer, sind das 1000, ne, 400, 500 Liter Paletten. Ja, das sind auch nochmal 5.000 Euro, nicht Liter. So, den hier reparieren wir einmal und tanken. Und hier werden wir einmal einen Kurs machen. Wir werden auch bloß 9,5 Meter Arbeitsbreite machen. Ich denke mal, das geht fast besser dann. Ne? Der ganzen gar 9,4. Machen 9,4. Vorgewendet zuerst. Wir machen. Ja, wir lassen auf weich. Wir lassen auf weich, weil. Die Presse muss es ja auch abfahren können. Ne? So, erster Wegpunkt. Und den Kurs natürlich kopieren. Ja, hier. Fehlercode, ne? Einfach mal einen Kurs gemacht, ne? Aber wir müssen ja abholen, abliefern. So wird ein Schuh draus. Muss er nochmal zurückfahren. Jetzt weiß ich nicht, ob man die zwei Ballen einfach mit. Es geht der Autolot wieder nicht. Ob man die zwei Ballen einfach wieder mit drauf lassen. Kurz was gucken. So, Arbeitsstellung, Arbeitsstellung. Okay, so resettet ist es auch. Genau, es hatten genommen, zwar da drüben hin. Irgendwie ist da mal richtig verstellt, keine Ahnung. Sammeln wir noch den anderen ein. Oh, der hat sogar Kollision. So, passt das. Weil man könnte ihn jetzt auch gleich mit hinschicken zur 20. Und dann halt anfangen, dort Ballen zu pressen. Da sind halt zwei eingewickelte Fertige dabei. Das können wir eigentlich machen. So, Feld 20. Ich dachte eigentlich, er peilt hier auf der Straße an. So, er bringt Heu. Und da können wir ihn auch losschicken zur 20. Und er kriegt nämlich natürlich gleich den Kurs. Den raus. Den rein. Das ist ja der kopierte. Aber wir schicken ihn trotzdem erstmal bloß hin. Dann kann er dort nicht das Silageballen verarbeiten. Ich denke mal schon, dass unser Heu reicht.
Ne? Und wenn, wir hätten ja auch nochmal über die Saison mit Sicherheit die Möglichkeit, an unseren Feldern auch nochmal Heu zu machen. Ne? Ja, klasse, ne? Oder? Wir hätten die Schwattbleche einfach runter machen sollen. Oh, wir haben bestimmt einige geschrieben haben, die es gesehen haben. Sind natürlich auch fast eine Runde rumgefahren. Nächster Wegpunkt. Wir haben jetzt 10 Meter, ne? Lange wird er noch brauchen, noch eine ganze Weile, oder? Ja gut, müssen wir dann halt erstmal mit dem Schwader hin. Denn ich werde die Reihe nicht eingesammelt kriegen, oder? Wenn wir jetzt den Kurs einfach nehmen, der Kurs ist ja 9,40 Meter breit, ne? Durch 3 sind ja 3,20 Meter. Also müsste ich ja 3,20 Meter Versatz machen. Müsste er das einfach einsammeln können? Geht das? Aber bei 2,50 Arbeitsbreite kriegt er nicht alles. Das können wir nur ausprobieren. Das könnte man dann echt nur ausprobieren. Ich habe da noch zugeguckt, wie der hier losgefahren ist. Oder? Nee. Wir sind gleich weggesprungen, ne? Das müssen wir schwaden, da bleibt zu viel liegen. Wobei mir auch ein Zuschauer geschrieben hat, der schwadet grundsätzlich. Weil dann einfach auch mit dem Bandschwader, mit dem hier, der nimmt von, finde ich das jetzt auf die Schnelle, ja, halt, da war der Wickler. Ballentransport. Hier oben sind die Schwader. Der hatte mir geschrieben, er nimmt. Ne, die nicht. Er nimmt hier, glaube ich, den Bandschwader. Genau, den Kuhn-Bandschwader nimmt er. 9,5. Und weil der eben auch hinterhergezogen wird, ne? Wie so eine Presse, ne? Der wird ja auch hinterhergezogen. Ist das in den Ecken besser, meint er. Wir sind zwar jetzt in der Runde gefahren, wir machen das auch mal. Wir werden auch das mit unserem Schwader probieren. Also halten wir ihn nochmal an. Obwohl wir dann die Felder immer mehr bearbeiten, ne? Er hatte mir geschrieben, er mäht prinzipiell mit Breitablage. Wir werden dann den unseren Schwader mal hinterher schicken und den mit weniger Arbeitsbreite einstellen. Mal gucken, ob das dann besser geht. Aber dann müsste er natürlich erst fertig mähen, ne? Gut, wenn er natürlich fertig gemäht hat, ist natürlich auch der Heuwender durch und hat das dort geschwadet. So, ja, die erste Ladung wurde angeliefert. Dann muss eigentlich bloß noch Milch in die Lebensmittelproduktion, aber das werden wir nicht bedienen können, oder? 6.000 Liter, das lohnt nicht. Also wenn, dann sollte man schon eine Ladung voll hinbringen können.
Aber es wird. Ja, die stellen wir mal alle einfach an der Seite hier. Kann natürlich auch der Kurs aus der Ballenpresse raus, ne? Weil den fahren wir ja dann nicht ab. Keinen richtigen Platz hier an der Seite uns hinzustellen. Stellen wir den jetzt hier drüben hin. Oh, wir machen ja schon wieder viel zu lange hier. Gut, da werden wir es auch morgen mal probieren. Gut, ob wir es morgen schaffen, weiß ich noch gar nicht in der Folge. Denn wir müssen ja dann erstmal hier die Wiese mähen, ne? Obwohl wir ein Band unseren Schwader auch hinterher schicken könnten mit drei Vorgewänden. Das sind ja ähnliche Arbeitsbreiten. Das können wir uns angucken, ne? Und er müsste dann ähnlich den Versatz oder ähnlich auf der Seite weitermachen, wo das Mähwerk macht. Ne? Gut, das werden wir sehen. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich hier freuen, wenn ihr morgen auch nur reinschaltet. 16 Uhr machen wir dann hier zum Sonntag weiter. Ne? Bis dahin und tschüss.